spielen wir Song of Horror. Das ist so ein Spiel, das werde ich einfach so genießen. Ja, die Reviews interessieren mich noch. Alles in allem ein sehr positives Review. Und auch weiterempfohlen wird, zum Beispiel hier gleich: This is a game I would strongly recommend. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an. Musik ist gemutet, der Darm ist geleert, die Harnblase ist geleert. Wir können uns erschrecken, ohne dass wir uns in die Hose machen. Wir sind bereit für ein Horrorspiel und los geht es jetzt. Musik vom Trailer. Liebe Leute, das ist übrigens Mr. Masi, von dem ich das Spiel freundlicherweise geschenkt bekommen habe. Er ist der, der heute diesen Stream ermöglicht. Vielen Dank nochmals. Wahrscheinlich eine zugemauerte Tür oder so. Wie ist der da reingekommen? Das ist ja gar nicht möglich, Mann. Ich glaube, da hätten wir nicht rein sollen. Alkoholiker, vielleicht bildet er sich auch alles ein. 3 Tage später, der war jetzt 3 Tage im Keller, oder wie? Jetzt können wir aussuchen, mit wem wir spielen, oder? Okay, wen haben wir noch? Der ist alt. Der ist 59. Ich glaube, der wird schnell sterben, wenn er sich zu sehr erschreckt oder so. Und er ist auch ein Trinker. Nee, nee, den nehmen wir nicht. Bei der habe ich ein gutes Gefühl. Genau, da waren wir. Okay, es fängt schon an, gruselig zu werden. Fängt schon an. Nichts gut. Was machen wir? Geh mal ran. Also wenn wir rangehen, kommt sicher irgend sowas wie ich töte dich oder sowas. Gehen wir mal ran. Hello? Hello? Who is this? I can't understand anything. We can't leave my room. What? What the? Dieses Scheißhaus hat doch keinen Strom. Wie kann dieser Plattenspieler angehen? Ich höre was. Gruselig, Mann. Nope. Ah, da ist ein Brief. Ah, aha. Schau dir dieses Foto nicht an.
totally dark in there. I can't see a thing. Ich komme später nochmal da vorbei. Erinnert mich, dass ich da nochmal in den Raum muss. Aber später. Jetzt noch nicht. Ist da was? Ah, da können wir ran. So, das Licht drehen wir mal ab. Was machen wir? Ich glaube, wenn wir die Tür aufmachen, kommt dieses scheiß schwarze Zeug. Mach auf. Ach, guck mal, jetzt ist nichts mehr da. Ah, ah! Alter. Ah, mit dem Säufer mag ich nicht spielen. So, jetzt spielen wir mit dem. Okay, wieder hier. Da ist es auf der anderen Seite vom Tisch. Das Fenster ist offen. Passiert. Endlich haben wir Strom. Da ist was im Klo. Mann, da stinkt irgendwas, hat das so richtig verstopft. Da hat wahrscheinlich einer so richtig fest reingeschissen. Das geht sicher mit der Grillzange. Sicher Saul, ja. Sicher er. Jetzt holt er die Scheiße mit der... Aha. So eine Dreckspuppe hat er rausgeholt. Ich dachte, der holt Scheiße mit der Zange raus. Er hat die Dreckspuppe da rausgeholt. Steck mir die Hände rein. Mann! Scheiße! Entweder nehmen wir sie. Müssen wir jetzt. Jetzt müssen wir zur Badewanne. Ah, Alarmanlage. Der kennt ja den Code. Und jetzt rauf zum Dachboden, aber wie geht's da rauf zum Dachboden nochmal? Rechts, oder? Ja, das war hier, genau. Also was jetzt? Zu Julia gehen oder durchs Fenster? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sterbe, wenn ich sie anspreche. Ach, Idiot! Das kann's ja nicht sein! Das kann's wirklich nicht sein! So ein Vollidiot! Ich muss mal pissen, ich komme gleich.
Dieser dumme alte Säufer. Mann, hätte ich mir denken können, dass so ein Säufer da vom Dach stürzt. Verstehst du? Hey, Julia? Are you okay? Nicht erschrecken. Was ist mit dir? What is this? Oh. Was ist jetzt? Können wir noch mit jemandem da? Ah, das war's. Oh. Tot. Tot. Kann man nichts machen. Leider nicht geschafft. An alle, die dabei waren, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mich beehrt habt. In diesem Sinne, ich habe euch alle lieb. Danke, dass ihr da wart. Tschüss.